Daggerfall, das größte Spiel nach Minecraft, das zweite in der Elder Scrolls-Reihe. Lass mal ausprobieren. Warum Daggerfall? Daggerfall ist mein Lieblingsspiel, weil es unendliche Möglichkeiten bietet. Es ist aber nicht so wie Morrowind oder Skyrim. Es ist mehr ein Fantasy-Lebenssimulator. Also man ist eben in dieser Iliac-Bucht und man arbeitet eben für die verschiedenen Gilden, Magier, also die Mages Guild zum Beispiel oder die Fighters Guild. Und auch für normale Leute oder sogar für Könige und die Königsfamilien. Jede Fraktion hat eine Meinung über alle anderen und die verändert sich auch mit der Zeit. So ändert sich zum Beispiel das Verhältnis zwischen den Spielern und der Fraktion. Die Welt verändert sich und funktioniert auch ohne den Spieler. Zum Beispiel können die Magier einen Streit mit den Händlern haben und das kann für den Spieler zum Beispiel bedeuten, wenn er in der Magiergilde ist, kriegt er halt eben schlechtere Preise bei den Händlern. Es gibt riesige Dungeons zum Verlaufen, grenzenlose Charaktererstellung und meine Lieblingshauptquests in der Tess-Reihe. Aber das Spiel ist schon 1996 erschienen und sieht auch entsprechend aus. Um das zu fixen, brauchen wir Daggerfall Unity. Das ist, wie der Name schon verrät, eine Rekonstruktion von Daggerfall in der modernen Unity Engine. Das heißt bessere Steuerung, weniger Bugs und vor allem Mod-Support. Bis jetzt gibt es auf Nexus Mods unter Daggerfall Unity fast 200 verschiedene Mods. Damit lässt sich die Grafik massiv verbessern und auch viele Gameplay Mods, die das Spiel mit neuen Gilden und neuen Quests erweitern, sind dabei. Ich werde euch hier zeigen, wie ihr Daggerfall Unity installiert, sowie einige Mods für Anfänger und Fortgeschrittene vorstellen. Zuerst brauchen wir die Daggerfall Originaldateien. Die finden wir in diesem Link hier. Den werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Hier scrollen wir dann runter bis zu Download Daggerfall Game Files. Drücken wir hier drauf, dann ist das hier so ein Google-Link. Einfach trotzdem herunterladen, drücken und warten, bis es heruntergeladen ist. Genau. Dann speichern wir das jetzt zum Beispiel mal in D, Laufwerk D, in einem neuen Ordner namens Daggerfall. Diesen Ordner machen wir jetzt mal hier. Dann tun wir hier die Gamefiles rein und dann gehen wir in diesen Ordner rein. Der ist hier. Dann können wir hier. Dann müsst ihr mit irgendeinem Entpackungsprogramm hier reingehen und Datei entpacken. Das ist gerade eben mit 7-Zip.
Sollten eigentlich die meisten haben. Dann wird es hier ausgepackt. Dauert ein bisschen. Hier, das könnt ihr jetzt wieder löschen. Jetzt habt ihr nämlich hier die ganzen Original Files. Das ist was die Unity Version benutzt, um alles anzuzeigen. Dann brauchen wir Daggerfall Unity selbst. Das ist, findet man unter, wenn man Daggerfall Unity einfach sucht. Da ist einfach die Daggerfall Workshop Webseite. Hier oben steht Get the most recent version of Daggerfall Unity. Und dann drückt man hier drauf, dann wird man hier zu GitHub weitergeleitet. Hier ist gerade eben die vor 2 Tagen die neue Daggerfall Unity Beta-Version rausgekommen. Und egal welche Version das ist, es ist immer hier unten ein bisschen. Hier sucht man dann das Betriebssystem, was man halt hat. Das ist für die meisten wahrscheinlich Windows 64-Bit. Dann ja, downloadet es man auch. Das kann man hier dann wieder in diesen Ordner reintun. Dann dauert es ein bisschen. Okay, schon fertig. Dann können wir hier wieder entpacken. Die alte Datei kann man natürlich wieder löschen, wenn ihr wollt. Und dann hier. Das ist alles, was ihr für Daggerfall Unity braucht. Könnt ihr hier mal eine Verknüpfung erstellen. Könnt das hier, Daggerfall Unity, diese Verknüpfung hier. Könnt ihr zum Beispiel auf euren Desktop speichern. Ja, zum Beispiel, ich habe es ja hier schon mal bei meiner anderen Installation. Können wir hier draufdrücken. Wenn ihr das zum ersten Mal öffnet, dann müsste das so aussehen. Dann könnt ihr hier eure Platte suchen. D, habe ich es ja gerade eben gemacht, dann Daggerfall. Dann müsst ihr die Originaldatei machen. Dann, wenn ihr hier drauf drückt, dann müsst ihr hier Arena 2, der Ordner Arena 2 sein. Und dann zeigt es hier auch alles grün an. Dann kann man hier auch auf OK drücken. Dann kann man hier das automatisch auswählen. Für die meisten ist das hier, diese Auflösung. Dann Quality kann man auf Fantastic stellen. Passt alles, weil das ist halt für heutzutage dann. Dann drückt man hier auf Test. Dann testet das mal kurz. Wenn irgendwas komisch ist, dann stellt irgendwas anderes ein. Und dann könnt ihr OK drücken. Dann sieht das so aus. Dann gibt es ein paar Features, die man ein- oder ausschalten kann. Denn hier zum Beispiel ist eine Option, da kann man, wenn man testen will, also am Anfang startet man ja natürlich in einem Dungeon. Wenn man das zum Testen erstmal nicht machen will, dann kann man das hier ausschalten, dann startet man außerhalb von dem Starter-Dungeon. Wird es aber, wenn man normal spielen will, auch immer anlassen. Das kann man eigentlich alles so lassen. Interface kann man auch alles lassen. Bei Enhancements kann ich was dazu sagen. Hier, das Mod-System, wenn ihr das ausschaltet, dann funktionieren die Mods nicht mehr. Also hier, jetzt könnt ihr Mods installieren und so weiter. Dann, das alles kann man auf dieser Seite eigentlich so lassen, wie es ist. Und hier kann man Einstellungen im Spiel. Hier zum Beispiel eine Cheat-Konsole wie in Skyrim oder Morrowind oder Oblivion oder den ganzen anderen, dass man eben Bugs fixen kann. Sehr, sehr gut. Dann Near-Death-Warning. Das ist halt ein bisschen rot blinkt, wenn man fast stirbt. Dann bisschen mehr Enemies, also Gegner in verschiedenen Dungeons. Dann besseres Klettern. Das ist auch sehr, sehr gut. Dann da machen halt, dann schreien die halt die Gegner, wenn man sie schlägt oder so. Dann das macht, dass verschiedene Gegner sich gegenseitig auch bekämpfen, wenn sie sich sehen. Das finde ich auch ziemlich cool. Dann verbesserte künstliche Intelligenz für Laufen und so weiter. Dann Allow Magic Item Repairs. Wenn man in dem Spiel magische Items hat und die alles hat in dem Spiel eine Haltbarkeit. Und wenn man das macht, wenn man magische Items reparierbar macht bei einem
bei einem Schmied, dann ist das sehr, sehr OP, weil die sind schon teuer, wenn man magische Items hat, und die sind auch sehr, sehr stark. Also wenn die die ganze Zeit ununterbrochen benutzt werden können würden, dann wäre das viel zu overpowered. Instant Repair Services, das ist was, wo ich kann sagen, da könnt ihr euch selber entscheiden. Wenn ihr was zu einem Schmied bringt zum Reparieren, dann dauert es 1, 2, 3 Tage. Könnt ihr natürlich einfach so warten. Deswegen, wenn ihr wollt und nicht warten wollt, dann könnt ihr machen, dass das keine Zeit verbraucht. Vielleicht gut für Einsteiger. Dann Guild Quest Player Selection. Wenn ihr im Vanilla Daggerfall zu einer Gilde geht und sagt, ich will eine Quest, dann gibt ihr euch aus einer Liste zufällig eine raus. Das ist halt blöd, wenn man halt dann immer wieder dieselbe macht, weil man halt nicht Glück hat und so weiter. Für Anfänger ist es vielleicht gut, dass man das hier einschaltet. Das macht dann nämlich, dass man eine Liste von allen Quests gibt, die es gibt. Da kann man eine davon auswählen und das macht halt bisschen einfacher, auch für neuere Spieler. Equip Bows in Left Hand Only, das kann man auch einfach so anlassen. Das hier ist die Maximal Loiter Time. Man darf in Städten nicht schlafen. Deswegen gibt es Loiter, das halt einfach nur so rumstehen und warten. Man regeneriert sich da auch nicht und das der einzige Grund ist, dass man Zeit verstreichen lässt. Wenn zum Beispiel der nächste Laden erst in einer Stunde oder so aufmacht. Passiert ziemlich oft, vor allem bei Gilden. Maximal Loiter Time heißt, dass ich glaube, im normalen Daggerfall konnte man maximal 3 Stunden warten. Das ist ein bisschen nervig, weil man kann natürlich danach gleich wieder nochmal warten. Deswegen 12 Stunden könnte man eigentlich noch höher setzen. Finde ich am besten. Video kann man eigentlich alles so lassen. Und Accessibility, da kann man hier einstellen, welche Farben die Guildhallen und die Läden und die Tavernen haben und welche die ganz normalen Häuser haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einstellen. Man braucht es nicht. Es ist optional, nur kosmetisch. Und hier gibt es eigentlich alles, wenn ihr wollt, dass die Maus in die falsche Richtung geht. Ich keine Ahnung, habe ich noch nie in irgendwelchen Spielen benutzt. Vielleicht irgendwie gut. Und wenn ihr Linkshänder seid, könnt ihr auch die Waffe an der linken Seite anzeigen lassen. Alles andere würde ich einfach so übernehmen. Swap Health und Fatigue. In Daggerfall normal war grün Leben und rot Stamina. Das ist ein bisschen komisch, weil das ist in anderen Spielen halt ganz einfach, ganz anders. Deswegen würde ich das hier auch angelassen, dass es nicht zur Verwirrung kommt. Hier beim Mods sieht man, ich habe gerade keine. Wie man die installiert, komm ich natürlich später dazu und wie man die dann auch richtig einstellt. Options, dann kommt man hier wieder zurück. Und wenn ihr schon mal anfangen wollt zu testen, wie das ohne Mod so aussieht, könnt ihr mal Play drücken. Das dauert ein bisschen, nicht irgendwie Angst bekommen. Genau, jetzt lädt es gerade eben so. Ja, wenn ihr das Intro skippen wollt, dann könnt ihr einfach drücken. Und dann merkt ihr hier, das UI sieht nicht gut aus. Hier sieht man meine alten Charaktere. Ich kann ja mir hier in eins reinladen. Hier zeigt es mir an, dass ich ganz, ganz viele Mods habe, die jetzt gerade nicht mehr an sind. Aber das ist natürlich klar, weil ich jetzt gerade eben ja keine Mods installiert habe. Und hier kommt man dann in diese Stadt. So sieht Daggerfall Unity ohne Mods aus. Ich denke, mit Mods sieht es immer noch viel besser aus. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mit den Mods an. Wo ihr Daggerfall Mods herbekommt, ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf Nexus, stellt hier bei der Suche auf Games um und dann sucht ihr Daggerfall. Hier seht ihr dann erstmal Daggerfall mit nur 10 Mods.
Hier gibt es nur ganz, ganz simple Mods, die eben die ganz einfache Texturen ersetzen. Die sind eigentlich überhaupt nicht so gut. Und deswegen gibt es hier auch bei Daggerfall Unity mit fast 200 Mods bisher auch eine bessere Version. Hier könnt ihr natürlich wieder nach neuen Mods suchen, wenn ihr wollt. Und hier werde ich die meisten Mods finden. Ich werde auch noch eine ganze Liste von denen in der Beschreibung lassen. Wie man Mods in Daggerfall installiert, ist eigentlich ziemlich einfach. Man geht natürlich auf zum Beispiel die Mod-Seite von Dream. Dream ist der größte Grafikmod. Er ersetzt eigentlich so ziemlich alle Texturen im Spiel, ob es jetzt Dungeons sind oder eben andere Sachen wie zum Beispiel die Ausgänge. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Oder zum Beispiel die ganzen Wände, die Fackeln und ganz viele andere Sachen wie Häuser und alles andere. Ich finde den Mod, der ist schon ein ziemlich essentieller Mod, weil der einfach das Spiel viel, viel schöner aussehen lassen lässt. Und deswegen würde ich den empfehlen, wenn ihr große Performance-Probleme habt, wenn ihr wenig FPS habt, dann würde ich empfehlen, den als erstes weg, weil der frisst schon sehr extrem viel. Das Installieren von Mods funktioniert im Prinzip so. Ihr geht hier in die Files, wie bei anderen Mods auch. Und hier könnt ihr meistens ist es aufgeteilt in Windows, Linux und OS X, also Mac. Natürlich, ihr sucht euch wieder aus, was ihr wollt. Meistens natürlich Windows. Ihr könnt es mit dem Vortex Mod Manager installieren. Ich habe aber keine Erfahrung damit und ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe es immer nur manuell gemacht. Deswegen einfach manuell downloaden und einfach wie bei anderen Mods auch. Ist ziemlich großer Mod, 3 GB. Ich habe mir einen Ordner angelegt. Hier habe ich zum Beispiel die Grafik-Mod-Section. Hier habe ich alle Mods hingespeichert, die Grafik-Mods haben, Grafikverbesserungen haben. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr da einfach mal die Mods zwischenspeichert. Ich habe natürlich den Mods schon gedownloadet. Da kann man natürlich jetzt hier in Dokumente gehen, Spiele und Daggerfall. Hier habe ich meine Mods. Hier ist mein Mods Folder. Und wie man die Mods installiert, kann ich jetzt zum Beispiel mal am Beispiel von Dream zeigen. Hier, das ist das, was man von der Seite gerade gedownloadet hat. Dann ist in den meisten ist es halt einfach so. Dream ist ein bisschen besonders, das kann ich auch noch erzählen. Hier ist, wenn ihr lesen wollt, wie das Ganze gemacht wird, dann kann ich euch das empfehlen zu lesen. Wenn nicht, ich erkläre es ja jetzt hier auch nochmal. Ich kann empfehlen, vielleicht macht ihr das auch so, wie ich es gerade gemacht habe, dass es auf 2 Seiten ist. Dann geht ihr hier in euren Daggerfall-Folder. Hier, das ist ja die Game-Files. Da kommt gar kein Mod rein. Das kommt nur in diesen Ordner. Den könnt ihr übrigens auch in Daggerfall Unity umbenennen. Dann wisst ihr gleich, was es ist. Und es ist nicht irgend so ein Kauderwelsch. Hier ist alles. Hier werden die Mods installiert. Die meisten Mods, also 99% der Mods, gehen in den Ordner Daggerfall Unity Data Streaming Assets rein. Hier kommen 99% der Mods hin. Hier seht ihr ja schon, hier gibt es einen Mods Folder, hier gibt es einen Presets Folder. Der sollte auch irgendwo sein. Ich glaube, ich sehe ihn gerade nicht, aber nee, er ist noch nicht da. Und die meisten Mods sind so verpackt, dass ihr eben die ZIP-Datei empackt, dann habt ihr diesen Ordner hier, dann könnt ihr einfach meistens einfach das Ganze nehmen, kopieren und in diesen Ordner reintun. Hier würde ich einfach nur den Mods, den Presets und den Spell-Icons, dann würde ich das hier einfach kopieren und einfach Steuerung V einfügen. Das dauert jetzt natürlich, weil es ganz, ganz viele Mods sind. Wenn sie euch fragt, ob es was überschreiben soll, dann einfach Ja drücken.
Weil ihr wollt ja hier die Mods installieren. Ich glaube, es muss es, glaube ich, auch gerade eben gar nichts unterschreiben. Hier, genau doch. Zwei sind gleicher Name. Pff, ist egal, einfach ersetzen. Hier kann man dann zum Beispiel die Dream Icons kann man zum Beispiel anschauen. Das sind Icons, die man bei Spells machen kann. Also wenn man irgendwelche Zaubersprüche macht, dann kann man die hier, diese Icons hier auswählen. Wenn man das hier, wenn man die Mods und Presets und Spell-Icons verschoben hat, dann in diesen Ordner, dann kann man im Prinzip schon das Spiel aufmachen. Habe ich hier schon mal gemacht. Hier kann man dann bei Mods Einstellungen machen. Die Einstellungen sind meistens relativ einfach. An und aus. Bei Dream ist es so, wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass die Gegner die neuen Texturen haben, dann könnt ihr das hier ausschalten. Dann sehen die jetzt, wenn man hier auf Spielen drückt, dann sehen die Gegner genauso aus wie im Vanilla. Nicht zu empfehlen. Ich kann eigentlich empfehlen, alles so auszulassen, anzulassen, wie es ist, weil es eben besser aussieht. Um das Reshade von Dream zu installieren, das ist speziell für Dream nur, muss man hier einfach Dream Reshade doppelt anklicken und dann kann man hier Reshade Setup, sieht man hier, und kann man doppelklicken. Hier muss man jetzt das Spiel anschalten, also das Spiel auswählen. Hier wird es erstmal ausgewählt, wird es ganzen Spiele gesucht. Wenn ihr euer Spiel nicht findet in dieser Liste, dann würde ich einfach sagen, drückt hier auf Browse. Dann könnt ihr hier zu eurem Spiel navigieren. Daggerfall, Daggerfall Unity. Dann müsst ihr hier diese Daggerfall-Unity.exe nehmen. Also einmal andrücken und dann öffnen drücken. Okay. Dann wird es euch fragen, was ihr wollt. Da drückt ihr halt einfach das in der Mitte. Und hier müsst ihr einfach hier, das hier muss angeschaltet sein. Dann muss noch Standard Effects ist natürlich dabei und Legacy Standard Effects. Legacy Standard Effects only selected when using old preset. Das sollte auf jeden Fall auch an sein. Und dann könnt ihr hier einfach OK drücken. Dann wird es euch hier was fragen und ihr könnt das einfach alles so lassen. Einfach OK drücken. Dann macht es hier irgendwas, dann könnt ihr eben diese ganzen Sachen wieder OK drücken und dann passt das eigentlich alles. Dann könnt ihr das wieder zumachen. Was das gemacht hat, ist, es hat hier ein paar Dateien hinzugefügt, reshaped. Und dann müsst ihr noch das eigene Dream Preset, das ist also ein Preset ist, was ist halt eine Einstellung von etwas. Hier könnt ihr einfach diese zwei INI-Files einfach hier reintun. Preferred Look, Preferred Performance. Also wenn ihr zum Beispiel lieber bessere Performance wollt oder besseres Aussehen wollt, könnt ihr das hier auch switchen. Ich würde einfach mal beide hier reinziehen. Dann könnt ihr hier bei Daggerfall Unity, bei eurer Instanz, könnt ihr einfach hingehen. Das dauert ein bisschen. Ja, dann seht ihr, Reshade is now installed successfully, press POS 1 to start tutorial. POS 1, das ist über den Pfeiltasten, das ist, POS 1 ist, auf meinem, ist das die Home, ist dies die Home-Taste, die ist zwei Tasten über der Pfeil nach oben-Taste. Hier könnt ihr einfach ein Tutorial anschauen und lesen, ihr könnt einfach Skip drücken. Um das Reshade einzustellen, muss man im Prinzip hier nur oben drauf drücken. Dann muss man hier auswählen, ob man Preferred Looks, also besseres Aussehen oder bessere Performance will. Ich würde auf jeden Fall Looks, also Aussehen, einmal anklicken und dann Select. Dann ist das hier eingestellt. Und ich persönlich würde noch empfehlen, HDR einzuschalten. Ich mag das einfach, wie das aussieht. Mit Escape könnt ihr raus und jetzt seht ihr ja schon, es ist ein bisschen anders geworden von der Farbe her. Ihr könnt auch noch testen, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch noch ganz, ganz viele andere Effekte anmachen oder einfach
mal rumprobieren, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Die meisten Mods sind einfacher zu installieren wie als Stream. Ich werde deswegen nicht alle Versionen, alle Mods einzeln behandeln, sondern nur nochmal einfach erklären. Es gibt manche Mods, die nicht auf dem Nexus sind. Die findet man dann im DF Workshop Forum. Da könnt ihr einfach in die Sektion Released Mods, also hier könnt ihr bei in der Deckerfall Workshop auf Forums, dann könnt ihr hier auf Released Mods und hier sind alle Mods, die, also die meisten Mods, die jemals veröffentlicht wurden. Die meisten werden auch auf Nexus und hier herausgebracht, also könnt ihr auch mal auf beiden Seiten gucken nach neuen Mods. Hier zum Beispiel der Enhanced Sky Mod, der macht den Himmel einfach so viel besser. Und deswegen einfach hier bei Downloads Enhanced Sky. Hier steht zwar, dass er nur mit der alten Alpha-Version kompatibel ist, das stimmt aber glücklicherweise nicht. Er funktioniert auch noch immer noch in der Beta. Die meisten Mods von alten Versionen werden auch noch funktionieren. Es gibt manchmal Probleme, aber das kann man natürlich nicht ausschließen. Hier einfach einmal drauf. Dann kann man hier bei Google Drive jetzt mal da bei Download drücken. Dann wird es da gleich eben runtergeladen. Ich empfehle es natürlich wieder in euren Modding-Folder, in euren Dokumenten reinzuspeichern. Ich habe das natürlich schon gemacht. Hier habe ich nämlich den Mod und der Enhanced Sky Mod ist hier. Und hier ist natürlich Standalone Links. Hier seht ihr, manche Mods haben auch einfach keinen Mods-Ordner, sondern die haben einfach nur eine Datei, mit die auf dfmod endet. Wenn ihr diese Dateiendung nicht seht, dann müsst ihr hier oben auf Start ins Register Ansicht gehen und Dateinamenerweiterung anschalten. Sonst seht ihr diese dfmod nicht. Jede Datei, die dfmod, wird auch beim Typ dfmod-Datei angezeigt. Jede muss in den Mods-Folder, also in den Mod-Ordner. Hier kann man dann einfach kopieren und hier rein. So installiert man die allermeisten Mods. Manche haben halt einfach hier nochmal hinten dran noch einen Mods-Ordner, dass es einfacher ist, den zu installieren. Aber das haben halt nicht alle, weil nicht alle wissen, wie man das verpackt. Wenn ihr eine Ingame-Uhr braucht, dann ist Convenient Clock ziemlich einfach. Hier kann man nämlich dann einfach einstellen, ob man eine Uhr hier haben will und wie die aussehen soll. Es gibt verschiedene Sachen, Beispiel das hier. Ich guck gerade mal, ob ich das auch anzeigen kann. Das ist auch hier. Zum Beispiel hier kann ich das. Das ist das hier, die Uhr ist hier oben. Denke ich, ich mag das nicht. Ich mag am liebsten das hier. Dass es hier so angezeigt wird, denke ich, ist das Beste. Wie man das hier einstellt, ist ziemlich einfach. Man erst natürlich downloadet man den Mod. Dann geht man in diesen Convenient Clock Mod. Hier geht man natürlich auf sein Betriebssystem, Windows in dem Fall. Hier hat man wieder diese Convenient Clock DF Mod Datei und tut es in den Mod Folder. Ich habe es gerade eben schon reingetan, deswegen hat es gerade eben ersetzt. Hier sind die optionalen Texturen dafür. Ihr könnt euch hier auswählen, welche ihr wollt. Ich würde einfach sagen, das hier. Nehmt einfach diesen Textur Folder und tut ihn hier rein. Und ersetzt, wenn ihr müsst, dann würde ich sagen, dann könnt ihr hier bei Clocks einfach reingehen und könnt alles löschen, außer was ihr wollt. Hier. Und dann könnt ihr einfach in Daggerfall Unity reingehen, aufmachen. Dann könnt ihr einstellen, was für eine Uhr ihr wollt im ganzen Spiel hier. Einfach hier, Convenient Clock, auf Settings. Und hier könnt ihr dann Weekday und also der Wochentag und dann die Zeit in Textform zum Beispiel oder Zeit, Wochentag und Text oder auch einfach nur Time
Ich denke einfach Time Text oder Weekday Time oder Time Weekday ist eigentlich relativ egal, was ihr da macht. Und hier könnt ihr natürlich auch noch die Farben einstellen. Hier könnt ihr, wenn ihr eine 12 Stunden haben wollt, also von 0 bis 12, nicht von 12 bis 24, ich würde es einfach so lassen, dann wisst ihr nämlich auch einfach, wie ihr das wollt. Hier könnt ihr einstellen, wie groß das Ganze sein soll. Das könnt ihr drum testen. Hier kann man zum Beispiel mal selber testen, können wir mal in das Spiel reingehen. Das natürlich jetzt viel, viel besser aussieht. Wegen den ganzen Mods. Hier. Das lädt mal kurz. Ja, genau. Und hier, ich finde, das ist etwas viel zu groß. Das ist einfach riesig hier. Deswegen würde ich hier erstmal aus dem Spiel nochmal rausgehen. Und das auf mindestens. Das muss ich schon sehr groß. Sehr stark kleiner machen. Scale, also ist ja die. Ja, wie hoch das ist. Ich würde es einfach mal auf 0,01 erstmal stellen und gucken, wie das aussieht. Und. Ja. Hier. Gucken. Schnell. Wie gut das aussieht, ob das dazu passt oder nicht. Jetzt ist es gar nicht mehr da. Das war nicht meine Absicht. Anscheinend war das zu klein. Deswegen würde ich sagen, stellen wir das nochmal um. Hier, Settings und stellen es mal auf 0,3. So. Glaube ich, weiß, was los ist. Es ist unter dem, unten drunter. Ich muss die Höhe verstellen. Da könnt ihr auch mal einfach rumexperimentieren, wie groß ihr das haben wollt. Ich stelle es mal auf 3, die Höhe. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Das ist für mich einfach nur raten. Und hoffen, dass ich irgendwie gut bin. Das ist viel zu klein und viel zu weit oben. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Muss mindestens 5, ich würde sagen auf jeden Fall 0,5 muss es groß sein. Jetzt mal auf 0,6 und auf 2,5 stellen. Aber wie gesagt, einstellen, selber machen. Das ist immer noch viel zu hoch, aber von der Größe her passt es jedenfalls. Bisschen nervig, dass man das immer wieder von vorne von einfach schließen kann und nicht gleich wieder zurück kann. Okay, warte, ich stell's mal auf 1. Das Intro, das wollen wir jetzt nicht sehen. Ja, ich denke, das passt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch weiter rumspielen und ausprobieren. Der Mod Birds in Dagger, of Daggerfall ist ein Mod, der eben Vögel hinzufügt. Ziemlich einfach zu installieren, wie jeder andere Mod auch. Der Ambience Mod hat sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel hier Better Footsteps, das heißt bessere Fuß. So Lauf-Sounds. Hier kann man zum Beispiel machen, dass es ein bisschen so metallische Geräusche macht, wenn man läuft, wenn man Rüstung anhat. Und hier kann man auch, wie laut diese eben sind. Wie stark hallen die Dungeons, kann man hier auch einstellen. Ich würde es auch genauso lassen. Hier, wie schüttelt die Kamera sich, wenn man geschlagen wird oder Schaden bekommt. Dann, das kann man eigentlich auch so lassen. Dungeon Fog mache ich immer aus, weil das ist im Prinzip ein Nebel, der eben im Dungeon drin ist, der eine
einfach eine vollkommen unpassende Farbe hat, also zum Beispiel irgendwie ein rosa, also zufällige Farben halt, und ich finde es halt einfach nicht so gut. Deswegen kann man das auch einfach lassen. Dungeon Lighting, das ist halt einfach bessere Beleuchtung. Ich denke, das kann man einfach so lassen. Hier gibt es noch eine zweite Seite. Better Rain, und das hier kann man nicht alles anlassen. Das Villager Immersion Overhaul sorgt insgesamt dafür, dass die Villager, also die Leute, die so rumlaufen oder auch einfach solche Leute, insgesamt besser sind und dass auch verschiedene Rassen aus Elder Scrolls vertreten sind. Den ersten Mod kann man einfach so installieren, den zweiten, das ist einfach nur ein optionaler Mod. Da muss man dann aber auch das richtige Betriebssystem auswählen, Windows für die meisten. Und wenn ihr diesen Mod installiert, müsst ihr bei Dream, den Dream Mod, der heißt Dream Commoners, den müsst ihr ausschalten, sonst funktioniert er nicht. Distant Terrain ist ein Mod, der die Sichtweite dramatisch erhöht, was ich ziemlich gut finde. Und man sieht ja, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Der Mod Loading Screens sagt ja schon der Name, fügt Loading Screens wie zum Beispiel in Skyrim hinzu. Und man kann auch zu einem Oblivion-Style übergehen, wenn man will, aber das werde ich jetzt nicht erklären. Decorator ist ein Mod, in dem man ziemlich gut dekorieren kann. Da kann man hier zum Beispiel die ganzen Tische und Stühle aufstellen und das sieht natürlich mit anderen Grafiken-Mods noch viel besser aus. Ich empfehle das sehr stark. Der Taverns Redone-Mod ändert alle Tavernen, dass sie eben statt so aussehen. Bei dem Mod gibt es etwas zu beachten. Er installiert sich wie alle anderen Mods, aber er braucht auch noch diesen Dream-Patch, wenn ihr den Mod Dream eben benutzt. Der Mod Hand-Padded Models Replacements ersetzt die 2D-Möbelstücke wie zum Beispiel das mit 3D-Art, die einfach viel, viel besser aussieht. Hier ein paar Beispiele. Und der lässt sich sehr, sehr einfach installieren. Der Mod Improved Interior Lightings ändert, wie schon der Name sagt, die Beleuchtung in Innenbereichen. Davor sieht es so und danach so aus. Definitiv ein sehr, sehr einfacher Mod, der auch einfach zu installieren ist. Der Mod Inventory Filter fügt einen Filter hinzu, dass man eben nach Sachen, Items speziell im Inventar suchen kann. Mountains and Hills verbessert die Weltgeneration in Daggerfall und macht die Außenseiten und viel interessanter, was ziemlich schön aussieht. Der Mod Post-Processing Effects Customizer ist ein Mod, der das Post-Processing, also die Nachverarbeitung von Bildern im Spiel macht. Das kann man benutzen, dass man eben Reflexionen auf Wasser hat und so weiter. Um das richtig auszunutzen, braucht man den Mod Splat Terrain Texturing. Die zwei Mod kann man ganz normal installieren und wie man die einstellt, erzähle ich gleich. Die Einstellung für Splat Terrain Texture ist eigentlich ziemlich einfach. Hier kann man einstellen, was für eine Qualität die Reflexionen haben sollen. Ich stelle die immer auf High. Und wenn ihr Probleme habt, stellt sie auf Low oder macht den Mod aus. High passt eigentlich. Dann gibt es noch den Mod Post-Processing. Da gibt es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann man zum Beispiel NTA-Aliasing. Ich lasse das, denke ich mal, auf demselben, genauso wie bei Ambient Occlusion. Vignette würde ich auch ungefähr so lassen. Screen Space Reflections muss an sein. Das
eben wieder dasselbe, wenn ihr Probleme habt, dann stellt das runter. Ich stell's auf High. Würde auf jeden Fall. Depth of Field ist nicht so gut, weil das ein bisschen verschwommen rüberkommt. Deswegen würde ich das nicht machen. NPC Health Indicators ist eigentlich ein ziemlich einfacher Mod. Er gibt Gegnern und auch Freundlichen eine Health Bar, dass man sieht, wie schwer verletzt die Gegner schon sind. Ziemlich einfach zu installieren. World Tooltips ist ein Mod, der ganz einfach gesagt Tooltips in das Spiel bringt. Das heißt, wenn man zum Beispiel jemand anguckt, wird der Name gezeigt, oder wenn man auf irgendwelche Türen geht, dann wird zeigt, wann der zum Beispiel der die Gilde aufmacht und was für ein Level der das Schloss hat. Der Mod World of Daggerfall fügt neue Locations hinzu, die eben sehr, sehr schön aussehen und custom sind. Das heißt zum Beispiel diese Felsen im Hintergrund oder eben dieses Kart, was hier bei so einem Dungeon-Eingang steht. Der Mod Orchestral and Acoustic Remaster of Daggerfall Soundtrack ist ein Mod, der den kompletten Soundtrack von Daggerfall remastert eben, dass es sich sehr, sehr viel besser anhört als im Originalen. Der Mod lässt sich nicht so einfach zu installieren. Man muss einfach aus dem alles aus diesem Ordner hier rauskopieren an den Dateien hier, und dann muss man einen neuen Ordner namens Sound erstellen. Wenn noch nicht schon einer da ist, dann muss man da reingehen und alles diese Dateien da rein platzieren. Nun zu den Gameplay-Mods. Die lassen sich meistens genauso installieren wie die Grafik-Mods. Der Startsaver ist ein sehr, sehr einfacher und sehr, sehr empfohlener Mod von mir, also nicht von mir, sondern von Ralsa. Und der macht einen Save direkt nachdem du den Charakter erstellt hast, dass wenn du stirbst, du den Charakter nicht gleich verlierst. Sonst ist es nämlich ein bisschen nervig. Der Airships Mod ist, wie der Name schon sagt, ein Mod, der Luftschiffe hinzufügt, die tatsächlich lauter Lore sogar existieren. Und mit diesen kann man halt einfach rumfliegen, egal wohin, wo man halt hin will. Und es ist natürlich ein sehr, sehr cooler Mod, den man auf jeden Fall, wenn man viel Geld in seinem Playthrough hat, spielen sollte. Archaeologist Mod fügt eine Gilde hinzu, eine neue, der einzige Gildenmod bisher, nämlich die Gilde der Archäologie. Und da gibt es eben Möglichkeiten für Quests für Charaktere, die hohe Intelligenz haben und die Sprachskills im Spiel benutzen. Das ist normalerweise kein so gutes Build, aber mit diesem Mod wird das eben viable. Man kann auch magische Items in der Gilde erwerben, und man kann zum Beispiel auch ein Item bekommen, das einen den Weg zu verlorenen Schätzen in Dungeons zeigt. Roleplay Realism ist ein Mod, der noch neue Roleplay-Möglichkeiten hinzufügt oder auch einfach Sachen realistischer macht, wie zum Beispiel, dass man auf dem Pferd schneller reiten kann. Roleplay Realism Items ist ein Mod, der auch dazu gehört und der eben neue Items hinzufügt, die halt auch Sachen realistischer machen sollen. Convenient Quest Log ist ein Mod, der das Questbuch viel, viel einfacher gestaltet. Hier kann man zum Beispiel eins auswählen, eine dieser Quests, dann wird der volle Text angezeigt, oder man kann auch direkt zu der Location, wo diese Quest hingeht, fast traveln. Daggerfall Sky Shards ist ein Mod, der diese Kristalle, die hinzufügt, die Sky Shards heißen, und wenn du genug davon gesammelt hast, dann kriegst du ein Level ab. Kostenlos einfach so geschenkt. Das ist sowas, wo man einfach mal, wenn man einen sieht, sammelt man ein, und wenn nicht, dann halt nicht. Cups Scale Speed ist ein Mod, der ein bisschen verändert, wie eben die Geschwindigkeit vom Speed Skill abhängt, und das ist halt ziemlich cool. Quest Offer Locations ist ein Mod, der, wenn du eine Quest angeboten kriegst, dass du auch gleich, hier ist die Quest Message, und wenn du, und hier unten wird noch angezeigt, wohin du für diese Quest hin musst, und
wie weit das weg ist. Thief Overhaul ist ein Mod, der das diebische Leben viel verbessert. Dungeon Loot Lootable Dungeon Containers ist ein Mod, in dem man die Schränke, die in den Dungeon sind, auch looten kann und guten Loot eben finden kann. Und jetzt kommen wir zu den Quest Mods. Quest Mods lassen sich auch noch etwas anders installieren als normale DF Mods. Und deswegen zeige ich das. Das hier ist der Daggerfall Unity Quest Pack 1 Mod. Der ist einer der ersten Quest Packs, die überhaupt gemacht wurden. Und der Typ ist auch ziemlich cool. Der hat ein ziemlich cooles Tutorial, wie man Quests überhaupt schreibt. Und man lädt einfach ganz normal erstmal wieder runter. Dann öffnet man hier sein Ding, packt das natürlich, wie bei anderen hier. Und dann hier Quest Packs. Ihr gebt jetzt auch nochmal den hier ran. Hier seht ihr auch, hier ist auch nochmal so ein Ordner Quest Packs. Und hier QP1, also Quest Pack 1, ist eben der Name. Und hier, so eigentlich kann man hier dieses Quest Pack einfach nehmen. Wenn irgendwie der Mod-Autor nur so einen Ordner liefert und da sind Unterordner drin, oder wenn die einfach nur einen Ordner liefert, wo solche Dateien drin sind, dann tut er diesen Ordner oder den Überordner einfach in den Quest-Packs-Ordner rein. Das dauert ein bisschen, weil es ziemlich viele sind. Und hier sieht man dann, werden die ganzen Quests, hier sind die ganzen Quests, das ist relativ lesbar, und so werden Questpacks installiert. Also wenn irgendjemand was von Questpack irgendwas erzählt, und wenn die Dateien TXT-Dateien sind, die ungefähr so aussehen, dann kommen die in den Questpacks-Ordner und nicht in den Quest-Ordner. Achtung, Mods mit Quests, die immer in den Questpacks, nicht in den in den Quests-Ordner. Außer sie sagen es ganz, ganz spezifisch in der Beschreibung. Dazu aber natürlich wie immer bei allen Mods Beschreibung lesen. Nächste ist auch wieder ein Questpack, JH Random Little Quests. Das ist so ein Pack, wo eben die ganze Zeit ein bisschen mehr passiert in der Welt und man das auch mitbekommt. Arena Styled Flavor Text ist ein Mod, der von dem ersten Teil von Elder Scrolls Arena die so kleine Geschmackstexte, würde es auf Deutsch heißen, hinzufügst. Zum Beispiel, wenn du in eine Taverne gehst, wird gesagt, dass du, dass die Wärme irgendwie dich wieder bestärkt und sowas. Das ist halt, hat keinen wirklichen Nutzen, außer dass es sich halt schön anhört. Arena's Adventures macht etwas Ähnliches. Es tut die alten Quests von Arena nach Daggerfall bringen. Black Bay Battlefields bringt Schlachten in die Städte und Festungen von der Iliak-Bucht. Leveling Inspiration ist ein Mod, der ziemlich inspiriert war bei Morrowind. Bei Morrowind hast du bei jedem Level Up immer so eine Art Kalenderspruch gekriegt, und das kriegst du jetzt hier bei Daggerfall eben auch. Rumors of the Iliak Bay ist ein Mod, der neue Gerüchte in die Welt setzt. Man kann nämlich Leute nach Gerüchten fragen und die spucken dann halt irgendwas aus, und jetzt gibt's halt plötzlich neue davon. Jobs of the Thieves Guild ist ein Mod, der einfach 12 neue Quests für die Diebesgilde hinzufügt. Town Description and Details, ein Mod, der, wenn du in eine Stadt gehst, die Stadt nochmal genauer in Textboxen beschreibt. Stealthy Thief Quests ist ein Mod, der die existierenden Diebesgilden-Quests verbessert, sodass in den Quests öfter der Skill, also das Level und das Skill-Level von so Stealth-Skills abgefragt wird. Weil der Vanilla-Quests überschreibt, muss man den in den Quest-Ordner installieren. Hier sieht man schon in dem Ordner von steht auch schon Quests, kann man einfach kopieren und in den Streaming Assets Folder reintun. Hier sieht man, 11 Quests werden überschrieben. Natürlich, das wollen wir, weil wir die neuen Quests wollen. So installiert man Quests, die was Altes überschreiben. Aber die Regel ist bei Quest Packs natürlich immer noch Quest Packs Folder.
Jetzt kommen wir zu den fortgeschrittenen Mods. Diese Mods empfehle ich nicht fürs erste Mal spielen, aber definitiv wo man hingucken kann, wenn man schon 2, 3, 4 Playthroughs gemacht hat. Der erste davon ist Basic Roads. Der macht einfach Straßen zwischen den kleinen Dörfern. Man kann nämlich zwischen denen, die sind viel zu weit voneinander weg. Das ist diese zwei Dörfer hier. Bestimmt eine halbe Stunde laufen. Mindestens. Vielleicht auch eine Stunde. Ich bin mir nicht sicher, aber bestimmt eine halbe Stunde. Mindestens. Das ist viel zu viel zum Laufen, deswegen gibt es Fast Travel. Ich kann, egal wo ich bin, überall hingehen. Es dauert dann natürlich entsprechend Zeit und das passt auch so, würde ich auch sagen. Aber ich denke, das ist eine Alternative zu diesem Fast Travel. Weil wenn man nämlich auf so einer Straße ist und in eine Richtung ganz, ganz schnell läuft, also besser gesagt, man ist auf so einer Straße und drückt F und dann läuft man automatisch mit 20 Mal so schnell, wie man normalerweise läuft. Und das ist dann eben die Schnellreise da. Es ist halt einfach viel. Es ist nicht wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen, wirklich viel cooler. Ich finde es, es ist was anderes und ich habe es auch in meinem Stream ausprobiert und ich habe halt einfach überhaupt nichts zu sagen deswegen. Und deswegen fand ich das halt auch immer ziemlich richtig kacke, wenn ich dann halt im Stream sitze und die ganze Zeit nichts sage. Deswegen habe ich das auch ausgeschalten. Ein Mod, der dafür benötigt wird, ist Travel Options. Der macht im Prinzip dasselbe, bloß dass einfach nur schnell gelaufen wird. Der ist halt so eine Art Vorgänger zu dem Basic Roads Mod und deswegen braucht man den auch. Ein Mod, den man optional dazu tun kann, ist, wenn man Essen und Survival-Spiele mag, dann Climates and Calories, also Klima und Kalorien. Hier ist halt die ganze Welt in die so Zonen eingeteilt, die halt unterschiedlich warm sind. Und wie warm das halt ist, dann muss man sich auch andere Kleidung anziehen und oder mal ist halt dann einfach und man muss auch essen und sowas halt, so ein Survival-Ding halt. Und das ist halt der Appeal. Ich fand es halt auch im Stream, wo ich es dann nochmal ausprobiert habe, viel zu schwer. Ich habe dann einfach auch keinen Bock mehr gehabt, mich die ganze Zeit im Prinzip nur von einer Stadt zur anderen zu gehen. Es ist ein bisschen nervig. Also ich benutze diese drei Mods. Ich benutze Basic Roads, weil ich die Map, ich habe alle Funktionalität von dem Mod ausgeschaltet und nur, weil der diese Karte, ich finde diese Karte ziemlich schön, diese Straßen und so weiter. Aber auch nur, weil es cool aussieht. Kann man natürlich machen, aber braucht man nicht unbedingt. Es ist nicht einer meiner Lieblingsmods insgesamt, diese drei. Aber die sind wieder ganz normale DF-Mods, also ganz normal in den Mods-Ordner rein. Und Ashes Bounty Hunters ist ein Mod, in dem, wenn du in irgendeinem Königreich oder Königreich gesucht wirst, weil du ein Krimineller bist, dann werden nach dir Kopfgeldjäger ausgeschickt, die dich in der ganzen Spielwelt verfolgen. Und das finde ich ziemlich cool, aber es ist vielleicht für das erste Mal Spiel nicht geeignet, aber beim zweiten, dritten Mal, wenn du mal ein Dieb oder so spielen willst, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Die nächsten drei Mods heißen Unlimited Loot. Der macht das, wenn du eben Loot findest, dass der nicht zu deinem Level passt. Also, dass du im ersten Level und im ersten Dungeon vom ersten Mob im Prinzip ein dädrisches Schwert bekommen könntest. Das ist so unglaublich klein, also weil es ist ein bisschen komisch, dass du im Prinzip alles wenn du Level 20 bist, kriegst du plötzlich die High-End-Sachen und als erstes nicht, es macht keinen Sinn und es macht das Ganze ein bisschen realistischer. Dasselbe ist hier mit Unlevelled Mobs and Quests.
Das macht im Prinzip, dass die ganzen Quests und die, vor allem die Dungeons, nicht zu deinem Level passen. Das heißt, dass du im ersten Dungeon, also im ersten nicht, weil der ist von Hand gemacht, aber in deiner ersten Mages Guild Quest zum Beispiel kannst du, keine Ahnung, Daedra Lords haben, die dich verfolgen und dich halt, die du gar nicht erstens überhaupt nicht töten kannst und zweitens sie dich mit einem Schlag töten. Dasselbe passiert auch mit Zaubersprüchen. Zaubersprüche sind im Spiel zu deinem Level, passend zu deinem Level, die werden besser. Und es macht nicht wirklich Sinn. Es ist nämlich irgendwie, macht irgendwie mehr Sinn, dass die, umso stärker der Zauberspruch ist, umso schwieriger ist er zu machen und so, umso mehr Mana verbraucht er auch. Das macht viel mehr Sinn, als dass der irgendwie mit der Zeit irgendwie stärker wird. Da ist es beim Unleveled Mobs and Quests ist es wieder eine Besonderheit. Da gibt es nämlich hier, gibt es hier wieder einen Quest und einen Tables Folder. Wieder einfach hier reinziehen, weil hier werden wieder Quests, Original Quests überschrieben. Mina Monsters macht alle Monster stärker. Random Starting Dungeon ist ein Mod, der einfach sagt, du startest jetzt nicht mehr im Starter Dungeon, du startest jetzt komplett in irgendeinem Dungeon. Ist egal welcher. Das ist sehr schwer am Start. Sehr schwer, weil die Dungeons eben richtig komisch sind und es ist vor allem, wenn man am Anfang gar nichts hat, sehr, sehr schwer. Aber es macht auch, wenn man schon mal zwei, dreimal durch den Starter-Dungeon durch ist, durch den normalen, dann weiß man halt auch, wo der Ausgang ist. Dann dauert es höchstens 5 Sekunden und dann hat man das auch schon. Deswegen wird es auch immer langweilig und das bringt halt irgendwie dieses erste Mal nicht wissen, wo jetzt der Ausgang ist, zurück. Und als letztes kommt noch das Questpack Warm Ashes Dangerous Dungeon Exterior. Der Mod ist dafür zuständig, dass außerhalb und in Dungeons und auch überall sonst so kleine Mini-Quests aufgehen, wo man zum Beispiel dann irgendwie eine Bande von Banditen in irgendeinem Fort irgendwie totschlagen muss oder dass irgend so ein Typ kommt und dich zum Duell herausfordert, zum Beispiel. Das ist der Mod und ich empfehle ihn nie. Es ist so 50-50 beim ersten Mal. Vielleicht, wenn ihr es schwer haben wollt, okay, macht das, aber okay, vielleicht fürs zweite würde ich sagen. Und jetzt kommt es nochmal zu ein paar kleinen Einstellungen. Zum Beispiel hier, dieser Airship-Mod. Hier kann man Presets anmachen bei jedem Mod, der Einstellungen hat, dann kann man hier ein Preset auswählen und das Dream. Mit dem Mod kommen sehr, sehr viele Presets für Mods, also voreingestellte Einstellungen, die halt am besten mit Dream funktionieren. Hier kannst du natürlich, du kannst einstellen, wie viel so ein Luftschiff kostet. Es ist aber ein bisschen cheaty, jetzt einfach nur ein Gold einzugeben, oder? Also, ich finde es schon, dass so 200.000 hört sich am Anfang viel an, aber am Ende, nee, das ist nicht so unglaublich viel. Bei der Ambience würde ich das nicht laden, weil ich das nicht mag, weil das macht irgendwie die Better Footsteps aus und ich mag die Sounds. Es ist halt einfach was, wo man selber, wo die eigenen Präferenzen irgendwie wichtig sind. Und wenn da halt irgendwas nicht passt, zum Beispiel hier, Options, da habe ich jetzt gerade so viel rum eingestellt. Es ist viel besser, wenn du das selbst einstellst und merkst, was du willst und nicht irgendwie Dream immer alles entscheiden lässt. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann stell einfach mal ein und guck, was das macht. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es ja immer noch rückgängig machen. Ja, also immer so durchgehen. Ich nehme es einfach mal hier. Dream. Immer so durch, überall. Ja, das ist alles Dream, also da muss ich nichts einstellen. Da ist noch Dream Music. Dream, 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 Dream. Enhanced Sky. Hier. Kann man das Stream-Dings hier laden? Cloud Quality. Sunflare. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das ist. Vielleicht könnt ihr es mal ausprobieren.
Und denk, das ist halt alles Präferenzsache. Wenn dir das Dream ein, die Dream-Einstellung nicht gefallen, stell es anders ein. Wenn dir nicht gefällt, dass die Gegner Schatten werfen, ausschalten. Einfach ausschalten. Das ist so einfach. Es ist auch relativ einfach. Du kannst auch, von mir aus, kannst du auch einfach nur vollkommen ohne Mod spielen. Ist mir vollkommen egal. Wenn du damit mehr Spaß hast, ich hab so mehr Spaß. Und ja, ich sag euch danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr Spaß mit Daggerfall Unity habt und ich hoffe, dass das Video hier hilfreich war. Ich schaue eigentlich seit bestimmt einem halben oder ein bisschen mehr, schaue ich einfach immer nur auf Nexus und gucke, ey, was für neue Mods sind denn rausgekommen? Dann sehe ich da, da ist ein neuer Mod. Ah, mal gucken, passt der rein? Macht der für mich Sinn? Wenn nicht, dann tue ich den nicht rein. Das ist so, ich empfehle das auch euch auch, weil ich habe mein Modding-Knowledge eigentlich auch so komplett von einem Video, von einem englischsprachigen Video, das ungefähr so war wie das. Ich habe den jetzt im Prinzip nur kopiert, bloß halt mit ein paar neuen Mods. Und ich habe die, meine Modlist habe ich einfach aufgebaut. Hier ist es nicht so, in Skyrim hast du, wenn du... hier ist die Modding-Community noch so klein, dass jeder sein Mod mit allem kompatibel macht. Das heißt, dass die meisten Mods hier miteinander kompatibel sind und wenn sie nicht sind, dann steht es meistens ganz, ganz groß irgendwo auf der Mod-Seite. Also Mod-Seiten lesen. Das ist, was dir jedes Modding-Tutorial sagt, Mod-Seiten lesen. Ist eine gute Idee, das auch zu machen. Und ja, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.